Und da sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Let's Achieve Slime Ranger. Ich habe immer noch an keinem weiteren Intro gearbeitet. Und das würde ich wahrscheinlich mal am Wochenende versuchen. Und sonst wollen wir auch weiterhin wieder hin und her rennen. Aber dafür brauchen wir erstmal wieder einen neuen Tag, weil hier sonst nichts mehr wächst. Sleep until morning. Jetzt haben wir auch direkt wieder durch den Zeitsprung ein bisschen fertige Herzbeeten. Lebt's. Können die mal ein bisschen was beschleunigen? Natürlich auch sicherstellen, dass mir die bösen Schleims wieder nicht ausrasten. Das machen wir mit den Q-Berries. Bei den Cube Rice? Cube Rice? Gekonnt überflogen. Der Flug auch noch gut, glaube ich. Keine Garantie auf meine Wortwahl. Und zwar fehlten mir doch noch ein bisschen hiervon. Ich weiß noch nicht, wie viel mir davon fehlten. Das gucken wir jetzt mal eben schnell noch nach. Ja, stimmt, da fehlte mir noch genau der eine. Da war ich so happy, dass ich es geschafft habe und dann festgestellt habe, dass mir noch der eine fehlt. Gut. Dann haben wir hier diese 10 mit. Und hier diese 18 und der ist am Verhungern. Und damit habe ich jetzt endlich genug. Starten wir doch eine Weltreise. Eine Weltreise. Not gonna make it alone. Ich habe gerade einen Ohrwurm gekriegt, verdammt. Ich hoffe, der zieht sich nicht durch die Folge. Sie miserabel. Ach, da habe ich ja auch überall schon diese ganzen Bohrer stehen. Och nein, das sind die. Ja, aber nein. Aber ja. Warum habe ich einen Kiel gestartet? Ich hätte auch durch den Teleporter gehen können. Apropos. Haben wir wirklich noch den... Ich wollte schon sagen. Man kann ja nie wissen, wann man mal auf so ein praktisches goldenes Schleimchen trifft. Aua. Und was das auch mal wieder praktisch. So, jetzt bin ich hier. Hier war ich auch schon. Und zwar hier in dieser Höhle habe ich die Bohrer platziert, richtig? Richtig? Richtig. So, dann dürfte jetzt hier gleich wieder der Wasserpot sein. Der Wasserpot, kann ich das Wasserpot nennen? Ist das ein Wasserpot? Hier nur einer ist. Ich würde schon sagen. Hä? Hier war gerade noch ein dritter. Als ob ich den so weit weggeschmissen habe. Okay, das ist noch gut. Ja, es sollte locker gut gehen.
Kopfkratz. Ja. Ich wollte, genau, mit den Bohren wollte ich ausgucken, ob ich in verschiedenen Gebieten verschiedene Sachen ernten kann. Weil irgendwo muss ich ja noch die mir fehlenden Sachen für den... Ist das überhaupt noch viel? Das ist voll. Die Welten sind voll. Die Ranch ist voll. Die Ressourcen sind nicht voll. Aber die Schleims sind voll. Ja, irgendwann muss ich ja noch die restlichen Ressourcen kriegen. Komm hier. Werde dick. Ich wollte da gerade irgendwie reinspringen. Ich kann lila eine Kapsel noch nicht öffnen. So, und damit wäre ich jetzt im nächsten Gebiet. Oh crap. Habe ich hier auch Bohrer? Kann ich hier auch Bohrer platzieren? Ja gut, hier erspare ich mir schon mal den ganzen Bohrer. Hier kann ich anscheinend nichts reinsetzen. Aber dafür hier oder irgendwo, irgendwann. Ja, hier geht das wunderbar. Ein davon. Ein davon. Und einen davon. Mehr schief gehen kann es ja nicht. Wo kam ich jetzt her? Daher. Daher. Stille. Jetzt habe ich Stille. Stille ist gar nicht gut. Damit wäre ich in den Ruinen. Dann kriege ich davon einen. Davon einen. Und ihr kriegt noch den dritten Platz hier. Subarashi. Wunderbar. Jetzt fange ich auch noch damit an. Ich habe angefangen letztens japanische Twitch-Streamer zu schauen. Und bin kläglich an der Kommunikation gescheitert. Aber ich konnte zumindest ein bisschen üben. Ich muss doch nur wissen, wie ich hin muss. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so hart verlaufen habe. Wie viele werden hier eigentlich noch mit dem blauen Echo? Blaue Echos sind toll, die sind blau. Ich mag blau. Blau ist toll. Darüber. Damit wäre ich auch wieder hier drüben. Und müsste jetzt eigentlich nur noch nach da rechts. Ja. So viel zum Thema nach da rechts. Ja, halt hier rum. Damit hätte ich die Ruinen jetzt hinter mir. Und muss nur noch in dieses Glas, in die Glaswüste. Glaswüste, heißt das denn Glaswüste? Ja. Teleportation 101.
Jetzt brauche ich noch einen Plätze. Ob die Teile hier drin kaputt gehen können? Nummer. Apparel installer mit Reach was? Och nö. Das heißt, ich darf nur maximal 6 Böhrer haben. B-Ö-H-R-R-R. Böhrer. Gott. Sprache ist heute genau wie meine Teleportationskünste. Oh, hier ist auch ein praktisch. Och nee, hier habe ich keinen Teleporter. Hier habe ich nur diesen einen Weg-Teleporter. Advanced Gordosnare, praktisch. Was kann ich damit fangen? Das gleiche? Wait. Doch, da. Aber der ist nur dieser Einwege-Ding, ne? Ja, verdammt. Und das war dreimal daneben. Wow. Paddle-Slimes abzugeben. Dann können wir wieder nicht rennen. Oh. Theoretisch kann ich den hier einfach da reinschmeißen und gut ist. Ausprobieren. Verschnitt ist immer. Eieiei. Auszufliegen. Geht doch. Oh, he's blushing. Sind die krank oder paaren die sich? Oder spielen die mit den Enten? Das ist bis jetzt praktisch. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Das lassen wir so, das lassen wir so. Das schmeißen wir hier rein. Und ihr frisst auch Fleisch. So, da das nun geklärt wäre. Fangen wir doch mal an, meine ganzen Bohrer einzusammeln. Crap. Und der läuft einfach noch eine Runde. Hasses. Die laufen beide noch eine Runde. Ist noch irgendwo ein Vierter da. Die laufen alle noch auf. Komm schon. Warum habe ich davon so viele? Dann fangen wir erstmal wieder an, alles aufzufüllen. Wenn ich schon dabei bin, alles aufzufüllen. Kann ich auch mal wieder alles füttern. Die Bohrer sind ja beschäftigt, was mir tierisch gegen den Strich geht.
die mal wieder füttern. Können hier mal wieder aufräumen. Die Achsen sind fast voll. Die sind leer. Und noch hier die 23. Oh, der Gott, cute. Und noch hier die ganzen Plots mit. Und fangen wir wieder an, fleißig Geld zu verdienen. Und die Wasserplots sind gerade im Hype, im Trend. Plots gehen auch gut weg und die Dervish-Plots im Vergleich zum westlichen links da auch ziemlich gut. Aua. Nehmen wir das noch alles mit. Das noch alles mit. Das ist ein bisschen viel zu mitnehmen, aber das nehmen wir alles mit. Und dann bin ich hier hinten drin. Wer von denen hat noch mal am liebsten Silver Paar Schnips gefuttert? Ressourcen? Silver Paar Schnipper. Die Mosaik Schleims. Als ob hier schon wieder was Gutes. Ja, bin ich auch. Dann noch die Prickle Perlen mit. Kriegt ja auch noch. Das scheint mir die Refinery zu sein und das gibt Geld. Geld, Gold, Geld. Geld? Geld. Nur noch die ganzen Hackenplots mit. Wir fangen schon mal mit dem Mosaik hier ein. Noch bevor da irgendwas reingesaugt wird. Perfekt. Und jetzt kann ich hier alles reinlassen. Jetzt, wo das Ding leer ist, können wir hier anfangen. Das sind schon mal 100, das ist sehr schön. Oh. Dann machen wir hier schon mal weiter. Crab it again. Nehmen wir noch die Dervish-Plots. Jetzt habe ich so viele. Und noch eine Silber-Paar-Schnips. Silbernen Paar-Schnipser. Der Fuck. Das ist jetzt aus welchen Gründen in alle Richtungen geflogen? Oh hey, ich habe schon wieder 35.000 zusammen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich brauche.
Aber das ist okay. Wir verkaufen einfach weiter. Es wird eine geldreiche Folge. Und die Phosphor-Pots, die habe ich ja schon, zumindest jetzt schon mal. Zumindest aus dem ersten Laden. Laden ist das andere. Und hier liegen sie schon wieder auf der Straße. Und die Derwisch-Pots habe ich wieder. Da das nun alles eingesammelt ist, wieder mal. Ich glaube, ich weiß, wie ich gleich noch einsammeln gehen kann. Ay, caramba. Und die 40.000. Den kriege ich aber diesmal leer. Das heißt nicht, dass doch Bock dahin ist, auch eine nice. Dann wäre ich fertig in dieser Ecke. Raus geht's, das Ding schießt nicht wieder alles daneben. 41.855. Im Haus war das. Der Reward 32.500. Schleimtrophäe 2 für 40.000 Gold. Ja. Das kann noch ein Weilchen dauern. Überziehe ich für die Folge? Ihr futtert euch ja sowieso die ganze Zeit von selber. Aber auch ihr seid Geld wert. Gold wert. Goldig. Auch ihr seid goldig. Zuckersüß und goldig. Und dann werde ich jetzt auch nicht auf die... Oh, die sind eigentlich sehr gold wert. Zusammen mit den Mosaics. Vielleicht sollte ich die mal paaren. Zumindest ein interessantes Ergebnis. Benutze ich eigentlich Hühner? Nein, benutze ich nicht. So. Again. Und Garten. Wieso habe ich da jetzt einen Garten hingesetzt? Da, haben wir es doch. Firewalls, Music Nets, Air Nets, Cloud Collector, da kommt einfach alles. Mal wegen Knenner und wollte ich. Man weiß ja nie, wann man mal gepinselte Hennen braucht. Leben meine Schweinchen noch? Oh, die leben da drin sogar noch. Check gefunden. Hier habe ich.
Das wird schon schief gehen. Die verbrennen mich hier. Ich bin ohnehin schon sehr feuerempfindlich. Komm ich da hoch? Sieht nicht so aus, als ob ich die Wasserfläche hier oben nutzen könnte, wo der Wasserfeuer kommt. Das wäre sonst ziemlich interessant geworden. Hätte ich mir da oben auch noch so eine kleine Paddelslime-Ecke gemacht. Ah ja, da war ja wieder was. Warum habe ich eigentlich so viel Musik? Verfällt die eigentlich? Was will ich jetzt ausprobieren? Ich opfer mal einfach dieses Scheim-C hoch. Irgendwas. Klatsch das. Irgendwo, wo ich drauf trampeln kann. Ding. Ding. Jetzt müsste ich nur noch Musik damit machen können. Ding. Warte ich jetzt noch eine neue Runde oder ist es dafür zu spät? Eigentlich ist es dafür zu spät, ja. Viel zu spät. Dann gucke ich noch einmal, was die Bohrer hier vorne machen. Ja, und jetzt, wo die fertig sind, starte ich doch noch eine fixe Runde. Darf ich mich auch wieder den letzten platzieren, richtig? Ja, darf ich. Dann muss ich mich aber beeilen. Ich wollte nämlich noch was anderes tun. Ding. Ich müsste echt eigentlich mal einfach so ein Musikstück hier aufbauen. Vielleicht irgendwann mal Special. So als 3 Millionen Subscriber Special. Big Dreams. In der Hoffnung, dass die Leute das vergessen und ich nicht meine unkreative Seite zeigen muss. Nein, das war's dann auch nicht. Das war's dann. Machen wir das da einfach mal voll. Wie gesagt, Mosaiks und diese Slimes. Ich muss nur ganz schnell... Ich sollte eigentlich aufhören. Ich sollte eigentlich aufhören. Die Pause beenden, aber... ja, die Pause beenden. Ja, ich beende die Pause, Leute. Jetzt wird's ernsthaft gespielt. Jetzt geht's wieder an die Achievements. Die Pause ist vorbei. Guck ich jetzt nicht nach. Ich wollte gerade nachgucken. Nach dem Motto, apropos Achievements. Ich hatte hier doch noch irgendwo was. Die sammle ich jetzt auch nicht ein. Ich muss nur wissen, ob ich richtig laufe. Schon wieder so eine ewig lange Laufstrecke. Warum habe ich da keinen Instant-Teleporter hin? Ich weiß, was ich demnächst baue. Ich weiß, wo ich das platziere. Ich weiß, was ich demnächst vergessen werde. Verdammt, ich werde es vergessen. Gleich geschafft, gleich geschafft.
dauert noch Jahre, ich sollte beenden. Ja, super, ausgerechnet dann, wenn ich nicht genug dabei habe. Und er haut einfach ab, weil ich daneben schieße. Ich dachte, die hauen ab, wenn man in. Ja, der ist wahrscheinlich abgehauen, weil ich direkt daneben stand. Upsala. Irgendwann mache ich noch Jagd auf diese Dinger. Ich werde schon jetzt keinen Bock mehr darauf haben. Ja, den Zwischenraum gab es ja auch noch. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge ich mittlerweile bin. Und da meldet sich die WhatsApp-Gruppen. Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Hätte ich eigentlich auch schon aufsammeln können. Noch mehr Chimes. Ist der böse oder einfach nur verfressen? Ach, warum werde ich nicht verfressen? Verfressen bin ich. Ich drehe jetzt schon seit Stunden. Ich überziehe schon seit Stunden. Das geht auch einfach nicht gut. Mein Kontext gibt keinen Sinn mehr. Macht keinen Sinn mehr. Ich sollte die Pause beenden, aber ich will noch unbedingt diesen einen Bohrer aufbauen. Das sind schon zwei Nachrichten. Jetzt habe ich kurz drauf geguckt. Nein, das ist keine WhatsApp-Gruppe. Bloß nicht die Teleportation vermasseln. Bloß nicht. Wie lange nehme ich auf? 30 Minuten? 40 Minuten? Das 1, das 2, da unten ist 3. Ja, das war die falsche Taste. Install und ich guck nochmal schnell drüber. Womit habe ich die Folge gepaart? Mit Pflanze und mit. Mit Pflanze und mit. Ja. Honig. Honig und Pflanze. Und einer von den beiden mag die. Die sind schon mal die Fleischfresser. Die Tangling Slimes. Ach, fuck das. Keine Fäkalsprache. Nein, vorbildlich, ja klar. Guck mal, hier oben ist auch ein Teleporter. Ich höre irgendwas funkeln. Irgendwas glitzert hier doch. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Hab ich nicht gerade was glitzern gehört? Guten Kopf, was beim letzten Mal glitzern passiert ist. Ich wollte nicht überziehen, ich überziehe jetzt immer mehr und mehr.
Die sind das einfach. Daraus lässt sich doch schon fast eine ganze Base bauen. 6 Schleims. Klingt noch zufriedenstellend. Ja, aber bevor ich die Pause jetzt, die Pause noch länger überziehe, ja. Wir jagen keine Errungenschaften, wir machen gerade nur Pause, Leute. Beende ich jetzt endlich mal die Folge und sag... Koreiko, out. Outro Text. Brain.exe stopped working. Wenn ihr eure Unterstützung für dieses Format teilen wollt, lasst doch ein Like da, abonniert meinen Kanal, schreibt Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, folgt mir auf Twitter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Koreiko out. Pause.